habe ich die wiedergefunden und dann habe ich die aufgemacht. Aha. Und die war voller Schokolade! Ah, cool. Und da war ich so froh, dass die nicht geschüttelt ist. Ja, das ist echt Schokolade. Cool. Das hast du alle lecker. Aufgegessen? Hab ja. Ich aufgegessen. Oh, geht schon los. Herzlich willkommen zu den Good News. Das sind die guten Nachrichten für klein und groß. Genau, mein Name ist Aaron. Und ich bin der Und wir beide hier haben eine richtig gute Show heute vorbereitet. Ja, ist richtig, die wird richtig gut. Was machen wir heute so? Hey Aaron, ich habe heute mal dir ein Spiel mitgebracht. Oh ja! Da freue ich mich voll drauf. Und ja, wir werden heute, wir werden heute eine richtig coole Bibelgeschichte hören. Ja, da freue ich mich. Und ja, ich werde sicher auch wieder singen und tanzen genau. Und spielen. Und. Frau Schnippschnapp ist auch wieder dabei. Frau Professor Dr. Schnippschnapp, was macht man heute? Hallo Aaron, hallo Mini, hallo Kinder. Wir basteln heute wieder wilde Tiere. Oh. Und das diesmal aus Eierkartons. Wow. Hey, cool. Hey, das klingt voll cool. Oh ja, da freue ich mich schon voll drauf. Ja, ich auch. Aber bevor wir so richtig loslegen, wollen wir natürlich noch zusammen beten. Oh. Und das machen wir hier mit unseren richtig coolen Bewegungen. Yeah. Da sagen wir, danke Jesus, dass du bei mir bist, dass du mich so liebst und dass wir ganz viel Spaß haben werden. Amen. Verstanden? Yeah. Verstanden? Okay, los geht's. Danke Jesus, dass du immer bei mir bist, dass du mich so lieb hast und dass wir ganz viel Spaß haben werden. Amen. Und jetzt singen. Los geht's. Oh,
bist gut, du bist gut, du lässt mich nie allein. Du bist gut, du bist gut, du bist gut, deine Liebe hat kein Ende, Ende, Ende. Du bist gut, du bist gut, du bist gut, du lässt mich nie allein. Du lässt mich nie allein. Oh, was ist denn das hier? Ja? Jetzt kommt doch das Spiel, oder? Ja, stimmt, stimmt. Und ich habe einen Kontrahenten für dich ausgesucht. Oh, ehrlich? Wer ist ja, das denn? Kinder, ist das denn? Heißt mit mir willkommen. Lasse! Lasse! Hey, hey Lasse, cool, dass du hier bist, Mann. Cool. Der Lasse, der cool. zeichnet immer ganz cool die Geschichten, die wir ja, hören. Ja, das stimmt, das stimmt. Der macht immer die Schwarz-Weißen. Ja, richtig, richtig cool. cool. Erklär mal das Spiel, was macht man hier? Also, das sind Taschentuchpackungen. Ja, das sehe ich. Und da sind ganz viele Taschentücher drin. Ja, das sehe ich. Und ihr müsst die alle rausholen. Was? Alle Taschentücher nacheinander rausziehen. Oh, okay. Und wer am schnellsten ist von euch beiden, hat gewonnen. Oh yeah. Das ist yeah, cool. Ich mach das. Ich gewinne total, natürlich. Auf keinen Dürfen Fall. Ihr schon die Hand nehmen? Ja, ihr könnt sie schon okay. mal die Hand nehmen, aber okay. dann nicht rausziehen. Nein, 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 nein. Okay. 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 Lasse, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, Aaron, bist du bereit? Ich bin so bereit. Okay, dann auf die Plätze. Fertig. Zupfen! Oh, wow, geht das schnell bei euch? Ja. Oh, meine Mutter, das fliegt ja alles rum hier. Überall sind Taschentücher. Ja, mit einmal raus. Oh, Mann. Oh, ihr seid viel schneller, als ich dachte. Nein. Das ist so oh, krass. Bin ich leer? Nein. Ja. Bist du leer? Nein, nein, du bist doch ganz viel drin. Was? Hey. Los, hol die raus. Du auch, Lasse. Oh, so viele Taschentücher. Die kommen nicht mehr raus. Oh, ist das verrückt? Ich bin fertig. Oh, ja, ja, ich bin fertig. Ich yeah. Lasse, du kannst aufhören. Ich hab gewonnen. Oh, wie sieht das denn hier aus? Mist, der Kontrahent hat nicht gewonnen. Aber das war so knapp. Das war übelst lustig. Hey, good job. Das war richtig cool. Hey, so eine Spiele bitte mehr. Das war cool. So, wer räumt das jetzt auf? Weiter als die Himmel ist deine Liebe. Nicht mal an den Wolken hört deine Treue.
denn? Wir haben doch diese Geschichte gehört von dem Elisa. Ach, du meinst Elia. Elia, ja, genau, die haben wir mal gehört. Das ist schon lange her. Ja, das mit dem ganzen Feuer. Oh, das war richtig cool. Das war das, wo Elia beweisen wollte, wie groß Gott ist. Und er gebetet hat und dann hat Gott es vom Himmel Feuer regnen lassen. Ja, genau. Oh, das war richtig cool, stimmt. Das war so krass, aber wie geht das eigentlich weiter? Das war doch nicht zu Ende, oder? Stimmt, wie geht das eigentlich weiter? Ja, lass uns das machen. Ja. Ey, ich gebe dir einen Tipp, wie es weitergeht. Mhm. Es sieht mal wieder nicht so gut aus für Elia, ehrlich gesagt. Aber ich will jetzt nicht zu viel verraten. Wir gucken einfach mal rein, okay? Okay. Hallo Kinder. Schön, dass ihr wieder einer spannenden Geschichte vom alten Elia lauschen wollt. Das waren schon tolle Abenteuer, die ich da mit Gott erlebt habe. Aber eine Geschichte muss ich noch erzählen. Gott hatte seinem Volk Israel bewiesen, wie mächtig er ist und dass die anderen Götter bloß eine Lüge sind. Das fand unsere Königin Isabel so gar nicht toll. Sie wollte, dass man ihre Götter anbetet. Und dass ich gerade bewiesen habe, dass die gar nichts können, machte sie unglaublich wütend und sie wollte mich gefangen nehmen. Die ist richtig sauer. Also musste ich mal wieder fliehen. Ich ging in die einsamste Wüste und versteckte mich in einer verlassenen Höhle. Als ich gerade schlafen gehen wollte, sprach Gott zu mir. Elia, was machst du denn hier? Völlig erschöpft und entmutigt antwortete ich, ach Gott, ich habe alles versucht, um dein Volk Israel wieder zu dir zurückzubringen. Sie haben mit eigenen Augen gesehen, wie mächtig du bist, aber jetzt verfolgen sie mich schon wieder. Haben sie denn gar nichts kapiert? Als Gott meine Mutlosigkeit bemerkte, sagte er, steh auf, Elia, und geh aus der Höhle raus, denn ich will dir wieder Mut geben und dich stark machen. Eigentlich wollte ich mich nur noch auf meinem Nachtlager umdrehen. Ich hatte so gar keine Lust aufzustehen. Aber ich ging trotzdem vor die Höhle, um zu sehen, was Gott vorhat. Da kam auf einmal ein heftiger Sturm, der war so stark, dass er ganze Felsbrocken aus den Bergen riss, dass sie auf den Boden donnerten und zerschmetterten. Aber obwohl er so stark war, war Gott nicht im Sturm. Plötzlich begann die ganze Erde zu beben, alles schaukelte und wackelte, wie bei einem Hund, der sich nach dem Baden das Wasser aus dem Fell schüttelt. Aber trotz der starken Erschütterung war Gott nicht im Erdbeben. Danach kam ein großes Feuer, das alles verbrannte, was ihm in den Weg kam, und die Flammen erhellten die dunkle Nacht. Aber trotz des hellen Lichts war Gott nicht im Feuer. So viele kraftvolle Elemente, durch die sich Gott mir hätte zeigen können. Aber trotzdem war Gott in keinem von ihnen. Ich fragte mich langsam, was Gott wohl vorhatte. Hatte Gott mir nicht eben noch gesagt, dass er mir zeigen wollte, wie groß und stark er ist, damit ich neuen Mut bekomme? Aber wartet mal, ist das nicht tatsächlich? Wenn ihr kurz mal ganz leise seid, könnt ihr es hören. Ein leichtes Flüstern des Windes. Und mit dem Windflüstern kam Gott zu mir, um mir wieder Mut zu schenken. So ist das mit Gott. Manchmal glaubt man ganz genau zu wissen, was er wohl als nächstes vorhat. Aber dann kommt am Ende doch wieder alles anders, als man denkt. Gott kann nicht nur groß und stark sein, sondern manchmal brauchen wir einen leichten und ruhigen Gott, der uns versteht und mit sanften Worten wieder aufbaut. Total! Da kommt erst dieser Sturm und dann das Erdbeben und dann dieses fette Feuer. Aber das war gar nicht Gott diesmal. Nee, Gott war an diesen ganz leisen Säuseln. Voll cool. Aber Aaron, ja? Das ist ja echt ziemlich cool. Ja, und so, ja, ja, voll. Aber warum haben wir das gerade gehört? Was meinst du? Naja, also das ist eine coole Geschichte und so, aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Boah, Mini, das ist voll die gute Frage. Ja. Hey, du stellst richtig gute Fragen. Ja, manchmal schon. Lass es mir dann, ich versuch's mal zu erklären, ja, okay? Ja. Schau mal. In dem einen Moment lässt er Feuer vom Himmel kommen. Mhm. Und im nächsten ist Gott ganz still und leise. Mhm. Manchmal kann Gott ganz laut und mächtig sein. Aber Gott kann auch ganz sanft und ruhig sein. Seine Art, dir nah zu sein, kann dich total überraschen. Er kommt vielleicht
ganz anders, als du denkst. Aber er kommt so, wie du es eben gerade brauchst. Gott kann sein wie eine sanfte Umarmung, wo man sich wohl und geborgen fühlt. Aber Gott kann auch sein wie ein Krieger, der voller Kraft und mit ganz viel Power für dich kämpft. Ach so. Mhm. So ist das. Das heißt also, weil Elia so erschöpft und alle, da wollte auch Gott ihm dann ganz ruhig genau begegnen. Weißt du, Gott hatte ja vorher gezeigt, dass er auch voll mächtig so mit Feuer und Erdbeben und dass er alles kann, ne? Aber er wollte ihm diesmal ganz ruhig begegnen. Und so will auch dir begegnen. Wie? Na, eben genau so, wie du es brauchst. Ach so. Mhm. Mir genauso, wie ich es brauche. Genauso, wie du es brauchst. Das ist total cool. Das ist total cool. Wow. Gott ist der Hammer. Mensch, Aaron, ja. Ich muss ja Gott echt wichtig sein, ja, dass er auf so viele verschiedene Arten mir begegnen ja, will. Ja, stimmt. Immer so, wie ich das gerade brauche. Das ist total cool. Voll. Ey, wollen wir Gott dafür mal Danke sagen, ja, dass er uns so begegnen ja, möchte, klar, Inna? Ja, wollen wir es zusammen machen? Mhm. Cool, dann machen wir das so. Ich bete was vor und du und ihr alle zu Hause betet lautstark mit, okay? Ganz laut. Okay. Mhm. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Dass du mir begegnen willst. Begegnen willst. Und danke. Dass du mich. So liebst. Mhm. Hilf mir. So zu leben. Wie es dir. Gefällt. Amen. Juhu. Cool. Hey, wollen wir ein Lied singen? Ja, ja, klar. Okay, dann los geht's. Juhu. Deine Liebe
Hä, hey, warte mal. Was kommt denn jetzt? Ja, was kommt denn jetzt? Das dachte ich auch gerade, hä? Irgendwas vergessen? Nee, Schnippschnapp! Ach so! Die Schnippschnapp kommt jetzt! Ja, stimmt! Frau Professor Dr. Schnippschnapp! Wir haben dich fast vergessen. Zeig mal, was du so kannst. Juhu, das sagt ihr ja schon wieder. Wir legen los. Also, damit wir heute so richtig wilde, witzige Tiere haben, dafür brauchen wir Eier. Eine Eierschale, Eierbehälter. Ihr wisst, was ich meine. Einfach mal zu Hause fragen, ob Mama oder Papa gerade welche im Kühlschrank hat. Und dann könnt ihr euch das schnappen. So was brauchen wir. Wir brauchen auch nur die untere Seite. Dann habe ich hier noch so Glubschaugis. Habe ich Wassermalfarbe. Filzstifte. Pinsel. Farbe für Wasser für die Wassermalfarbe. Und ein Kleber. Eine Schere. Beim Schneiden immer von Mama und Papa helfen lassen. Nicht alleine machen. Und bunte Farbenkarton. Das ist heute ganz schön viel, was wir brauchen. Aber es wird am Ende richtig, richtig gut. Als ersten Schritt nehmen wir hier unsere Eierbehältniskarton-Schalen-Ding und schneiden hier diese Spitze raus. Denn das wird die Nase von der Maus. Ach so, ja, ich bastel heute eine Maus. Das ist nämlich mein Lieblingstier. Boah. Boah, Kinder, ihr müsst unbedingt euch helfen lassen beim Ausschneiden. Das geht nämlich ganz schön schwer. Achtung. Oh. Oh. Uff. Okay. Und fertig. Das male ich jetzt grau an, weil eine Maus hat ja eine graue Nase. Und weil wir natürlich hier in unserem Wassermalkasten gar keine grau haben, nehmen wir schwarz und mischen das mit unserer weiß. Mit unserer Deckfarbe. So. Achtung. Und schon wird das Ganze grau. Das wird eine richtig süße Maus. Wisst ihr, was richtig cool ist? Ihr könnt euch einfach auch überlegen, welches Tier ihr machen wollt. Und dann müsst ihr einfach nur die richtige Farbe benutzen. Und eigentlich könnt ihr jedes Tier damit basteln. So, die Maus hat natürlich noch eine schwarze Schnauze vorne. So. Und dann bekommt die süße Maus jetzt noch Glubschaugis. Nummer 1. Und Nummer 2. Und dann kleben wir das Ganze auf so ein Stück Papier. Ich habe das schon vorgeschnitten. Dafür machen wir hier so richtig viel Kleber und kleben dann die Schnauze drauf. Ups, die Augen halten nicht so gut. Und jetzt malen wir natürlich der süßen Mausi noch den Rest außenrum. Dafür nehme ich einen schwarzen Edding. Nee, Filzstift meine ich. Und male jetzt hier den Körper noch von der Maus. Hier sind die Beine, die Hände und die Ohren. Okay, also das ist meine Mausi-Maus. Aber ich zeige euch, was ich schon wieder vorbereitet habe. Und zwar habe ich nämlich auch noch eine Giraffe gemacht. Die ist ein bisschen schöner geworden. Ach ihr Lieben, ich wünsche euch richtig viel Spaß beim Basteln zu Hause. Ich bin richtig gespannt, welches Tier ihr machen werdet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr richtig coole Sachen basteln werdet. Ganz viel Spaß, bis nächste Woche. Wow, das ist schon wieder crazy. Das war total schön. Oh, ich kann es kaum erwarten, das nachzumachen. Ja, ich kann es auch nicht erwarten. Und ihr solltet das unbedingt auch nachmachen. Auf jeden Fall. Und wenn ihr es nachmacht, solltet ihr uns auf jeden Fall Bilder schicken davon. Ja. Und ganz viele von euch haben uns auch schon ganz viele Bilder geschickt. Ja. Denn das Coole ist, wenn ihr uns ein Bild schickt, habt ihr die Chance, hier etwas in dieser Show zu gewinnen. Und was können sie gewinnen? Diesen coolen Elch! Yeah. Der ist super kuschelig und super cool. Und wenn ihr uns ein Bild geschickt habt, dann landet ihr
In diesen Lostopf. Yeah. Und jetzt wollen wir noch mal gucken, wer heute gewonnen hat, oder? Da müsst ihr nur noch hoffen, dass ihr von mir gezogen werdet. Das ist natürlich cool. So, dann machen wir. Und gewonnen hat... Oh, sind zwei. Gewonnen hat... Luan! Luan! So cool, das hast du gebastelt. Total cool. Hey, herzlichen Glückwunsch. Den schicken wir dir natürlich nach Hause. Oh yeah. Und wenn du nicht gewonnen hast, gar nicht schlimm. Schick uns einfach weiterhin Bilder und dann landest du auch in diesem Lostopf und hast die Chance, diesen echt zu gewinnen. Und jetzt in der Sendung? Genau, zeigen wir alle Bilder, die ihr uns sonst noch so geschickt habt. Das, also dranbleiben. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Hey Mini, das war doch eine richtig gute Show, oder? Naja, es ging. Was? Spaß! Das war eine super lustige Show! Jetzt hast du mir einen Schrecken eingejagt, weil ich fand's total cool. Mann, hey, das Spiel, was ich heute mit Lasse spielen durfte. Oh, wow! Ja, da hast du dich echt gut geschlagen. Das hat auch richtig, richtig Spaß gemacht. Das sollte ich auf jeden Fall mal nachmachen aber zu Hause. Auch die Bibelgeschichte! Die war auch so richtig stark. Von Elia zu hören. Ja, das war richtig stark zu gucken, wie das auch endet und so, ne? Ja. Und auch der Worship und was wir gebastelt haben. Ja. Total cool. Aber wir kommen leider schon zum Ende dieser Folge. Aber ist ja gar nicht schlimm, weil nächste Woche geht's ja schon wieder weiter. Juhu! Das wird richtig, richtig cool. Also solltet ihr auf jeden Fall einschalten. Ja. Und bevor wir jetzt am Schluss noch ein letztes Lied singen, wollen wir natürlich noch gemeinsam beten. Und ich habe mir was Lustiges überlegt. Wir beten ja immer mit den Bewegungen und sagen, danke Jesus, dass du bei mir bist, dass du mich so lieb hast und dass wir ganz viel Spaß hatten. Amen. Und weil es in der Elia-Geschichte heute darum ging, dass Gott mit uns Zeit verbringen möchte, mit Elia Zeit verbringen möchte, habe ich gesagt, wir beten einfach dieses, dass du bei mir bist, zweimal. Ist das lustig? Ja? Ja, klar, lass das machen. Okay, dann los. Danke, Jesus, dass du immer bei mir bist. Dass du immer bei mir bist. Also wirklich immer. Dass du mich so liebst und dass wir ganz viel Spaß hatten. Amen. Und jetzt ein letztes Lied. Tschüssi. Halleluja, Amen. Halleluja, Halleluja.